Hallo, ich bin Carsten in Boppard. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, und wenn ich Boppard sage, dann wisst ihr sicherlich auch schon, wo ich bin oder wo wir sind. Ja, jeder Outdoor-YouTuber muss ihn einmal gehen, den Mittelrhein-Klettersteig. Ja, dann machen wir das heute mal. Ja, mit dabei habe ich heute den Werner. Hallo. Und da unten steht noch der Wolfgang. Und leider haben wir heute nur schlechte Sicht. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Das ist der Einstieg. Wir ziehen uns jetzt mal langsam das Klettersteigset an. Ja, der Werner hängt sich gerade ein und macht sich dann schon mal auf den Weg. Ja, da kommt der Wolfgang die erste Leiter runter. Ja, wir sind auch nicht alleine hier auf dem Steig. Ja, direkt hinter uns sind noch zwei Väter mit ihren Töchtern. Ist auch cool. Ja, und den Weg kann man sowohl klettern als auch erwandern. Dann gibt es immer so kleine Umleitungen. Ja, und da unten ist die berühmte Aral-Tankstelle, an der man ein Klettersteigset, ich glaube, für 5 Euro am Tag leihen kann. Allerdings haben die da keine Helme. Ah, Wolfgang, einmal in die Kamera gucken. Das reicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Leck mich nicht ab. Na, da oben hängt der Werner noch. Das ist blöd da an der Leiter, an der Stelle. Wenn du dich vertust, dann hängst du dich da selber ein. Nach vorne. Ja, wir wechseln uns immer so ein bisschen ab. Wer mal vorgeht, wer mal hinten ist, ist dann auch mal spannend. Thank you.
jetzt machen wir mal wieder Führungstausch. Geht immer mal jemand anders vor. Ja, und immer schön umhängen. Aber geht nur hoch, um wieder runter zu gehen. Oder nur runter, um wieder hoch zu gehen. Ja, das war schon Absicht so. Okay. Naja, ich hätte ja gar keinen Filterstreik, du hast ja da eine Kameratasche, wenn die sich vorhaken, kannst du auch nicht runterfahren. So, der nächste Führungswechsel, jetzt geht Wolfgang mal wieder vor. Einer muss ja. Sind wir hier, glaube ich, an der Stelle, die Stelle nach der Bank, wo sich alle nicht sicher sind, ob da jetzt noch was zum Klettern kommt oder nicht. Aber jetzt sind wir gleich auch relativ weit oben und dann gibt es erstmal ein bisschen Aussicht. Ja, gerade haben wir gelernt, dass diese Schleife hier die größte Schleife ist, der Rhein macht. Kilometer 1. Das kann ja nicht, ne? Thank you.
Das Kletterstück haben wir jetzt hinter uns. Wir haben gerade abgerüstet, Klettersteigset ausgezogen. Sitzen jetzt noch hier auf der Bank und dann freuen wir uns jetzt mal langsam drauf, dass wir irgendwo mal ein alkoholfreies Weizen kriegen oder sowas. Naja, aber erstmal geht's da gleich weiter. Aber es ist und bleibt diesig. Ach so, übrigens, wenn ihr mich auf dem Video sehen wollt, dann müsst ihr beim Werner ins Video gucken. Und wenn ihr den Werner sehen wollt, müsst ihr bei mir ins Video gucken. Weil wir konnten uns natürlich gegenseitig filmen. Und wenn ihr beiden euch sehen wollt, müsst ihr auf Facebook die Fotos gucken. Ja, jetzt haben wir gerade im Gedeons Eck mal was Kühles, Isotonisches getrunken. Und laufen hier über den Kammweg direkt unter der Seilbahn entlang. Eigentlich war ja geplant, doch runterzufahren, aber die Bergstation, die haben wir wohl verpasst. Also laufen wir jetzt. Hallo. Ja, jetzt sind wir gerade wieder am Einstieg zurück. Da unten der rote Punkt ist mein Auto. Und dann geht es gleich noch zum Campingplatz zurück. Wir haben uns auf dem wir haben uns auf dem Campingplatz Sonneneck bei Boppard eingebucht. Ja, ich muss sagen, eigentlich ein schöner Campingplatz. Alles top an dem Ding. Das Einzige, du kannst da nachts nicht schlafen. Von daher keine Empfehlung. Also wirklich Toiletten schön, Duschen schön, auch schön gelegen. Problem ist nur, auf beiden Rheinseiten sind ja jeweils die Bahnlinien und ja, die komplette Nacht hindurch bollern da die Güterzüge. Das macht überhaupt keinen Spaß, da zu schlafen. Also ich habe heute Nacht 2 Stunden Schlaf gehabt. Dem Wolfgang ging es, glaube ich, ähnlich. Der Werner, der hat wohl ein bisschen mehr geschlafen. Der schläft ja auch im Wohnmobil. Da ist vielleicht ein bisschen ruhiger. Ja, wir sind jetzt wieder unten. Gleich am Auto. Jetzt die ganze Zeit durch die Sonne absteigen war schon recht anstrengend. Aber boah, Schatten. Oh, hier ist schön kühl. Ja, am Auto zurück. Wir hatten viel Spaß heute. Ich hoffe mal, euch hat es auch ein bisschen gefallen, obwohl ich denke mal, die meisten von euch kennen den Weg schon. Und ich sage da mal, danke fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.